Ostern, Licht, es beginnt wieder neu. Wir freuen uns an der Natur, Licht und Farben kommen. Es hat auch etwas Verführerisches, nämlich, dass man denken kann, man braucht nichts anderes. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, mehr als man sich vorstellen kann, die sagen, ich ernähre mich vom Licht. Ich brauche nur Licht und Fasten. Der Körper, der braucht das alles gar nicht. Der braucht Licht und dann funktioniert er wunderbar. Denn die Materie, der Körper, das ist ja so schwierig. Da muss immer gegessen werden und verdaut. Und Materie überhaupt ist das Dunkle. Und das Licht, das ist der Geist. Der Geist ist das Eigentliche. Die Materie minderwertig. Ich habe ein Interview gesehen mit einer Frau, die schreibt darüber Bücher, die leitet Kongresse, die saß in ihrem Wohnmobil allergrößter Klasse und sagte, hier habe ich Licht, ich brauche eigentlich nur Licht. Und ich esse 2, 3 Mahlzeiten in der Woche, meistens Früchte. Sie war auch super schlank. Und dann war die Frage, ja, warum hören Sie nicht ganz auf mit dem Essen, wenn Sie sich vom Licht ernähren können? Hat sie gesagt, ja, ich habe nicht genügend Zeit zum Meditieren. Ich bin noch nicht ganz auf der Stufe. Man glaubt gar nicht, was alles so geglaubt wird. Ich bin so dankbar, dass unser Glaube damit gar nichts zu tun hat. Wir glauben an das Licht und an die Auferstehung und an Gottes Liebe, aber nicht, dass Materie und Körper, Essen und Trinken wertlos wären, sondern in der Bibel sind sie ganz hoch geschätzt. Es geht los im Alten Testament mit dem Bund schneiden. Wer einen Bund schneidet, zerteilt ein Rind oder auch andere Tiere, als Zeichen, wenn ich mich nicht dran halte, will ich auch geteilt werden. Und es hat den schönen Nebeneffekt, dass man die braten und essen kann. Jesus Christus, seine Gegner haben gesagt, ein Fresser und Säufer. Jesus Christus, wir haben in diesem Kirchenjahr das Johannesevangelium besonders vor Augen gehabt und haben es noch weiterhin. Der Auferstandene macht Frühstück mit Brot und Fisch, den die Jünger fangen müssen. Er bereitet ihnen das Essen. Essen und Trinken sind köstlich und wertvoll. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, Vers 8. Zitieren wir eigentlich vor jedem Abendmahl. Schmecket und sehet. Du musst doch erst etwas essen. Essen und trinken, wertvolle, wunderbare Gabe Gottes. Wir dürfen sie schätzen. Wir sollen sie schätzen. Wir haben auch mit den geistigen und geistlichen Dingen viel zu tun. Aber der Gegensatz von Geist und Materie ist für Christen nicht von Belang, sondern es hat alles seinen Wert. Schmecket und sehet. Nicht habt erst die großen Ideen und dann wird es alles schon, sondern essen und trinken und dann entwickelt sich etwas. Essen und Trinken im Angesicht Gottes, das ist schon im Alten Testament die ganz große Vorstellung. Und im Abendmahl in der Eucharistie dann sinnbildlich so schön zu spüren, wenn wir dort beisammen sind, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber es ist die Gemeinschaft, die Gott uns schenkt. Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Die schöne Tafel habe ich gesehen und freue mich darauf und bin sehr gespannt, was noch kommt. Schmeckert und sehet, wie freundlich der Herr ist. Amen.